Hallo, mein Name ist Jürgen Schmieder. Ich habe ein Buch geschrieben mit dem Titel Du sollst nicht lügen. 200 Mal am Tag sagen die Wissenschaftler, lügt der Mensch. Ich habe 40 Tage lang versucht, darauf zu verzichten. Ich war ehrlich zu meinem Chef, ich war ehrlich zu meiner Frau, zu meinem Vater und vor allem zu mir selbst. Das führte natürlich zu Komplikationen. Ich hatte eine eingedellte Rippe, ich wurde auf die Couch verbannt, aus dem Elternhaus hinausgeworfen. Doch bevor Sie jetzt denken, wer ehrlich ist, der kriegt nur auf die Fresse, das stimmt nicht. Es gab einen Haufen erheiternder, amüsanter und auch erleichternder Momente. Die Beziehung zu meiner Frau hat sich gebessert, die Beziehung zu meinem Vater hat sich weit intensiviert und ich bin auch ehrlicher zu mir selbst. Und ich lüge nicht mehr 200 Mal am Tag, sondern nur noch 150 Mal. Lügen gehören zum Leben. Aber diese 50 Lügen, auf die ich verzichte, die bereichern mein Leben ungemein. Und ich glaube tatsächlich, dass ein Mensch glücklicher lebt, wenn er ehrlicher ist.